Wir bei Head Acoustics waren immer motiviert, Geräuschqualität so einfach wie möglich zu messen. Mit zwei Ohren im Kunstkopf und unser Gehör als Analysator. Wenn Head Acoustics jetzt Strukturanalyse entwickelt, dann basiert das auf jahrelanger praktischer Erfahrung. Eine Software, die intuitiv von jedem zu bedienen ist, ohne große Vorbildung. Die Modalanalyse stellt einen komplexen Prozess dar. Also wenn man zum Beispiel an die Validierung denkt, ja, man möchte seine Messdaten vergleichen mit Simulationsdaten. Und man möchte aber nicht Vollzeit daran arbeiten. Man macht es gelegentlich, vielleicht alle paar Wochen. Dann muss der Prozess ja einfacher werden. Ich will ja Zeit sparen, ich will ja effizient arbeiten. Und dann die Diskussionen mit Kollegen, die dann zu mir kommen, warum klappt das nicht, warum sieht das schlecht aus? Da muss man schon Spezialist sein und dann kommen die immer zu mir. Als wir mit der Strukturanalyse angefangen haben, da war die erste Frage, wie können wir das irgendwie einfacher machen? Weg vom Expertentool hin zu einer eher spielerischen Bedienung. Wenn ich ein Navi bediene, dann möchte ich auch nur wissen, wie komme ich von A nach B. Und ich bin nicht daran interessiert, wie der Algorithmus dahinter funktioniert. Mit den heutigen Möglichkeiten kann man das doch ganz anders angehen. Und darum war klar, wir mussten das ganze Thema nochmal komplett neu beleuchten. Hört ihr mich? Ja? Ja, ich habe das jetzt euer Modaltool mal ausprobiert, hier an dieser Bremsscheibe. Man kann die FRFs einfach so durchscrollen und gucken, wie gut der fit ist. Hat mir sehr gut gefallen. Und die Suite, die zeigt mir direkt an, welche Pole stabil sind und macht mir eine Liste. Und dann kann ich die direkt rauskopieren und das mit deinen numerischen Daten vergleichen. Richtig toll. Hier habe ich Simulationsergebnisse und hier meine Messergebnisse. Und die Suite zeigt mir sogar, welche ich miteinander vergleichen kann und wie gut diese zusammenpassen. Also, sagen wir es doch einfach, ja? Strukturanalyse geht jetzt auch mit Head Acoustics. Nee. So kann man das nicht sagen. Das muss heißen, Strukturanalyse macht man mit Head Acoustics.